Hallo Leute, willkommen bei dem Vlog über den dritten Tag der Aninight. Beim letzten Mal haben wir die ersten zwei Tage erledigt, aber ein ganz kurzer Stopp. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist im letzten Video? Etwas hat ein bisschen gefehlt. Ich frage mich, was? Ganz genau, Hühner mit Krawatten. Ich meinte Akito. Genau, mich, also ich. Am dritten Tag habe ich einer meiner Freunde gebeten, die Kamera für mich zu halten, so dass ich öfter im Bild bin. Also macht euch bereit für ein paar seltsame Videoaufnahmen. So Leute, wir sind hier jetzt auf Aninight Tag 3, es ist schon Sonntag, es ist ziemlich heiß. Diesmal bin ich hier wieder mit einer Person, die ihr schon bereits kennt, aber diesmal ohne Cosplay. Es ist weniger los und es ist wärmer geworden. Wärmer, ja, auf jeden Fall. Wir sind hier wieder im Händlerraum und ja, vielleicht kaufe ich mir was Tolles. Flo, schau mal, hier ist was für dich, willst du es nicht anziehen? Würde super stehen. Aus. Also stehen würde es mir auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, voll sexy für dich. Ich glaube, meine Titten sind ein klein wenig zu klein. Ach, Lollis sind doch alles, oder? Schauen wir es mal an. Bisschen, ja. Bisschen. Aber, Akito, ja. Dir wird es stehen. Ich weiß es. Nein, ich glaube, das will keiner sehen. Denk daran. Das will ganz hier keiner sehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ja, Clickbait. Wir wollen es. Hallo, Mr. Stormtrooper. Wie fühlen Sie sich heute? Ja, es ist sehr gut, ja. Ah, der muss aber ziemlich heiß sein, oder? Na, es geht heute. Es geht, okay. Wollen Sie für uns tanzen? Ja. Okay. Meine Damen und Herren, der Stormtrooper. Ich könnte einfach irgendeine geile Musik rein editieren. Oh yeah! Sehr gut, dankeschön! Wir werden jetzt interviewt. Hier beide. Ja. Wir drei. Aua! Ich weiß nicht, was du mitmachst. Du kommst mit. Du machst mit. Okay. So Leute, das ist unsere neue Mitglieder in unserer Gruppe. Wie fühlt ihr euch heute? Wie ist die Aninight? Supi. Sehr cool. Ja. Toll. Anstrengend. Wow. Supi, toll, sehr anstrengend. Sehr gut. Abstufend, ja. Das ist schon mal super. Was habt ihr gedacht, als ihr plötzlich so in unsere Gruppe gekommen seid? Sind wir nette Leute? Sind wir awkward? Oh yeah, ich habe meine Freunde wiedergefunden. Ah, okay. Interessant. Okay. Ist das der YouTuber, von dem ihr geredet habt? Das? Sie haben gesagt, das ist ein YouTuber. Und ich war so... Ach so, ja. Ich habe auch gehört, dass so ein YouTuber irgendwo hier sein soll. Seltsam. Suchen wir ihn, gehen wir. Wo kann er sein? Hallo, Mr. Hallo. Banane. Hi. Was stellen Sie genau da außer der Banane? Sonst nichts, nur Banane. Wie sind Sie auf die Banane gekommen? Ich habe einfach mal das Kostüm gehabt und ich habe mir gedacht, das spricht nichts dagegen, eine Banane anzuziehen. Kennen Sie dieses Meme, wo Sie so eine Banane tanzt? Ja. Wollen Sie das nachmachen? Okay. Jetzt kommt das auf YouTube, ist das okay für Sie? Ist in Ordnung. Okay, gut. Bitte sehr, die tanzende Banane. Oh yeah, vielen Dank, vielen Dank. Hallo, Mr. Joker. Was haben Sie heute für böse Pläne? Ich bin heute ist Wochenende, heute bin ich nur auf Urlaub hier. Ach keine so. Bösen Pläne vorher, gar nichts. Achso, ich habe gestern irgendwo mal Batman gesehen. Haben Sie schon was mit dem vorgehabt? Ja, warum siehst du heute keinen Batman mehr? Ah, da haben Sie gute Arbeit geleistet. Ja, natürlich. Ja, ich bin froh. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Okay, bis dann, ja? Hey, ist ein Fan von dir, komm her. Oh, hallo. Okay, so, du bist jetzt in meinem Video. Gut. Wie findest du die Aninight? Super, es ist mein erstes Mal hier und ich bin total begeistert. Also. Okay. Und ich habe gehört, du schaust meine Videos. Ja, ich schaue deine Videos. Freut mich, dich kennenzulernen und danke für deine Unterstützung. So Leute, das war's mit der diesjährigen Aninight.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte wirklich sehr viel Blödsinn machen. Ich habe meine alten Freunde treffen können. Ich habe neue Personen kennenlernen dürfen. Ich habe seltsame Videoaufnahmen gefunden wegen meinem Kameramann. Nee, ohne Scheiß. Manche davon sind sehr fragwürdig. Wirklich, was machst du? Ohne Scheiß, was machst du? Nee, war ein Spaß. Vielen Dank an meinen Kameramann, der sich den Stress und die Mühe gemacht hat, mich auf der Anhänger zu verfolgen. Und das Wichtigste ist aber auch noch, dass ich ein paar von euch, meinen Zuschauern, kennenlernen durfte. Echt cool, euch mal getroffen zu haben, weil das so über die Linse ist was anderes und so direkt, ja, direkt halt. Ja, ich bin so wortgewandt heute. Hier endet die Vlog-Serie, aber nicht das Thema Anime-Night. Denn durch eine Freundin habe ich ein kleines Interview mit einigen der Top-Organisatoren der Anime-Night haben können. Aber das seht ihr im nächsten Video, denn es ist ein etwas längeres Video. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Sayonara und bis dann. Ciao.